das Spiel um Platz 8 am 32. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Der Tabellenneunte aus Hamburg ist zu Gast beim SCDFK in Leipzig. Die Hamburger erst 3 Tage vorher noch mit einer saftigen Klatsche gegen die SG Flensburg-Handewitt. Kam aber gut rein in die Partie mit dem ersten Treffer durch Leif Tissier. Es war in den ersten 10 bis 12 Minuten ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Mit dem ein oder anderen Highlight. Der Camper von Zoran Ilić auf Dani Bajens. Leipzig musste die Zaubertore der Hamburger oft mit Tempo zu kontern. Aber den Zauberstab packten die Hamburger trotzdem nicht weg. Wieder Bajens, diesmal auf Ilić. Der nächste Camper. Nach und nach fanden die Leipziger dann aber immer bessere Mittel, die vor allem einen Namen hatten, und zwar Tempo. Und so führten die Leipziger schon zur Halbzeitpause mit 21 zu 16. Auch nach Wiederanpfiff ging es nur noch in eine Richtung. Und jetzt gelang der Heimmannschaft eigentlich so gut wie alles. Luka Witzke setzte den Torreigen aus Hälfte 1 direkt fort. Und auch seine Mitspieler hatten noch nicht genug. Viggo Kristjansson, der das Spiel erstmal von der Bank aus sehen durfte und dann mit frischer Kraft neuen Schwung in die Partie brachte. Auch Matti Klima durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Es war schon früh ein Festtag am Pfingstsamstag in der Quarterback-Immobilienarena. Und die Leipziger gnadenlos legten Tor um Tor obendrauf und hatten dann auch noch hinten die besseren Torhüter zwischen den Pfosten. Christian Severos parierte knapp doppelt so viele Würfe wie das Torwartgespann Bitter Fortmann auf der anderen Seite. Und so war das vorletzte Heimspiel für den SCDFK Leipzig in dieser Saison sehr, sehr früh entschieden. Toto Jansen appellierte nochmal an die Moral seiner Mannschaft. Der Effekt hielt sich aber stark in Grenzen. Stattdessen holte sich ein Leipziger nach dem anderen Selbstvertrauen. Durch viele, viele Torerfolge. So konnte Runa Sigtriksson in den Schlussminuten dann auch nochmal durchrotieren. Moritz Preuß mit dem feinen Dreher. Der SCDFK an diesem 32. Spieltag auf jeder Position besser besetzt und dann auch noch mit dem nötigen Quäntchen Glück. Franz Hemper mit dem Abschluss, den sich Jogi Bitter selber ins Tor kickt. Es war ein gebrauchter Tag für die Hamburger, die somit nach der Klatsche gegen Flensburg direkt wieder mit einer hohen Niederlage nach Hause fahren. In den letzten beiden Spielen geht es für Hamburg noch gegen Balingen und Eisenach. Leipzig fährt jetzt erstmal nach Magdeburg und Kiel und feiert dann den Saisonabschluss gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein